So. Boah. So, komm. Willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Brian's Corner mit einem weiteren Video zu Super Mario Maker 2. Wir schauen uns weitere Level in der endlosen Herausforderung an und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. In der vergangenen Woche haben wir ja fast schon in Rekordzeit ja eine ordentliche Anzahl an schönen Leveln ja zusammenbekommen können. Ich gehe mal stark davon aus, dass das natürlich auch nur eine Ausnahme war, denn da war fast schon gefühlt jedes zweite Level war da brauchbar, ja, und das wäre immerhin eine Quote von 50%, ja, das kennen wir eigentlich so gar nicht in der Form, ja. Schauen wir mal, ob wir vielleicht doch heute Glück haben. Wenn nicht, keine Ahnung. Werden wir auf jeden Fall auch entsprechend weiterkommen, ne, was die Level angeht. Wir sind jetzt auch schon bei 801. Ja, ihr seht es. Da sind wir angekommen. Ja, 84 Leben stehen zur Verfügung. Und dann schauen wir mal, je nachdem, wie weit wir kommen. Denn wir kratzen so langsam den 6000er Bereich an, ja, in der Weltrangliste. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir gehen, wie gesagt, ins erste Level jetzt, ne, zusammen rein. Das Ganze ist natürlich bekannt. Und dann schauen wir mal weiter. Das erste Level heißt Frio Frio. So. Und damit Mario natürlich auch direkt mal wach wird, müssen hier, ja, ein paar Spin-Jumps hingelegt werden. Aber, ja. Das war's dann auch schon wieder. Ne? So, das ist nochmal jetzt zur Einordnung. Ja, für viele, ne, weil ich schneide das ja meistens raus, ja, das bekommt ihr ja gar nicht zu sehen, aber nur mal für euch zur Einordnung, das ist eigentlich das, was wir zu 90% hier dargeboten bekommen. Ja. Was soll's, springen wir weiter. Wir können ja jetzt nochmal vielleicht eben einen Blick drauf werfen, wo wir in der Weltrangliste stehen. Da stehen wir bei 7266. Wie gesagt, den 6000er Bereich, den kratzen wir an. Schauen wir mal, wie weit es heute geht. So. Okay, wo ist denn Ludwig? Da oben. So. Boah. So, komm. Also ich müsste mir das später nochmal in der Wiederholung nochmal anzeigen. Aber ich glaube, wir wurden mit irgendwas getroffen. Ich weiß nicht, ob das der Ball war von Lemmy oder wer ist das? Keine Ahnung. Aber der Ball, der hat uns doch mal gerade durch diese Feuerwand, die dann von oben kam. Da hat er uns nochmal durchgedrückt. Ich glaube, der hat uns das Leben gerettet. Boah. Ach, sehr gut. Snowy Slide. Könnte geil werden, ne? Könnte auch die größte Lachnummer werden. Das weiß man nie, ne? Wenn man das jetzt noch in Kombination mit Münzen, die man auf jeden Fall sammeln muss, also, ne, wenn man jetzt dann sagt, so, die Sprünge müssen halt schon so sauber sein, dass du alle Münzen ja, mitnehmen musst, könnte man das natürlich noch ein bisschen schwieriger machen, ne? Was ist das denn, ey? Habe ich nicht damit gerechnet, dass da so eine riesen Lücke da ist. Dann, 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 bam, 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 bam. So. Alles klar, weiter geht's. Ah, da ist schon das Ziel. Ja. Ja, okay. Ich hab gesagt, ne? Das Level könnte prinzipiell geil sein. War es in dem Fall aber nicht. Egal. Resaligen Match.
mich gerade, ob der irgendwie... Ja, es ist Wrestling wahrscheinlich, ne? Also, das ist wohl damit gemeint, ne? Sowas hatten wir ja auch vor ein paar Videos mal gehabt, ne? Wo wir ja dann diese... ich weiß ja gar nicht mehr, wie heißen die überhaupt. Ja, ist ja egal, aber den mussten wir natürlich auch dann von der Plattform her so runter treten, ne? Und jetzt haben wir links auch links und rechts auch Zuschauer, die hier gucken und hier auch den Ring auch schön dargestellt. Ja, ist eigentlich auch ganz nett, ne? Geht natürlich weiter. Nein, geh weg! So, jetzt haben wir auch schon keinen Pilz mehr, ne? Ist halt die Frage, wie viele Kämpfe jetzt noch kommen. Ja, ich hab's fast geahnt. Mal, von euch kann er hier einen Pilz vielleicht irgendwie parat für mich oder so? Den könnte ich gerade extrem gut gebrauchen. Oh, Checkpoint. Oh, jetzt haben wir hier mit Feuerblume. Okay. Schauen, vielleicht ist da noch ein extra Leben. Okay. Ich nehme an, dass wir jetzt noch weiterkämpfen müssen. Oh. Jetzt geht's hier um die Wurst. Nein! Ich frage mich gerade, vielleicht ist da irgendwas Interessantes da oben für uns? Nee, ne? Oder? Ja. Egal. Wir gehen mal durch die Tür. Ist die Frage, sind wir jetzt dann zum Schluss angekommen oder was? Nee. Hä? Was mit dem Pilz? Okay. Müssen wir den jetzt irgendwie... Okay. Auch werde ich nicht ganz schlau hier, was jetzt hier abgeht. So, was haben wir denn hier? Da ist nichts. Wir müssen wohl da runter, ne? Ja. Hier müsste auch schon das Ziel sein, ne? Ja. Ja, eigentlich auch, wie vorhin schon gesagt, die Idee finde ich ja auch eigentlich immer recht nett. Und jetzt auch so mit der Darstellung von einem, ja, Wrestling-Ring. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Herz, lass mein Herz dafür da. Nee, lass mir mal, ne? Ist, wie gesagt, ist ganz nett gemacht. Schauen wir mal weiter. Big House Level 2. Szenamünzen. So, da müssen wir wohl rein. Ja, Big House Level, ne? Also das soll jetzt das große Haus darstellen. Hier ist jetzt gerade ein Stuhl. Da ist dann der Tisch. Jetzt sind wir gerade auf dem Teller. Hm? So, also nochmal. Ich würde ja schon gerne die einmal platt machen, ne? So, hier, wie gesagt, ne, sieht nach Teller aus. Das da, weiß ich nicht. Glas, Becher, ich, keine Ahnung. Ja. Müssen wir da hoch? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt mal kurz die Lage abchecken. Da ist jetzt eine Röhre. Okay, das wird jetzt alles hier ein bisschen unübersichtlich, aber naja. Wir brauchen auf jeden Fall die eine 10er-Münze. Das ist schon mal Fakt. So. Wir locken den nochmal rüber und dann gehen wir da durch, ne? So, da kommen wir nicht rein. Hier auch nicht. Gehen wir runter. Okay. So, ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Na. Uiuiui. So, ich keine Ahnung, was hier abgeht. Ja, springen wir einfach mal vorbei, ne?
Ah, da ist die nächste. Ah, alles klar. Ohoho. Ist mir doch mal kurz dein Herz in die Hose gerutscht. Was ist denn, wenn wir jetzt hier durch die Tür kommen, wir da links wieder raus? Ich weiß halt nicht. Wenn wir jetzt da links runterspringen. Ja, da ist das Ziel. Also, das ist ja eigentlich. Macht ja auch Sinn, ne? Also. So, also abgesehen jetzt, also der Tisch am Anfang mit dem Stuhl, okay, hab ich noch erkennen können. Aber alles, was danach da gekommen ist, ich habe keine Ahnung. Also wenn das irgendwas darstellen sollte, ich habe es auf jeden Fall nicht erkannt. Also, aber auch ganz okay. Ja. Kann man machen, muss man nicht, aber ist es immer noch lieber als der ganze andere Schrott. Muncher Tunnel. Besiege mindestens 15 Mampfer. Da ist natürlich gleich die Frage, wie wir das anstellen sollen. Ja. Ich glaube, das soll auch mal nochmal einen großen Muncher darstellen, das hier, ne? Ja, auch ziemlich cool. Ah, ich kann mir denken. Moment, Moment, Moment. So zum Beispiel, ne? Also im richtigen Moment den P-Schalter betätigen. So, der oben, wenn der jetzt gleich runterkommt. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir mal schauen. So, da links ist noch einer, da rechts, ne? So, der ist jetzt auch platt. Okay. okay. So, wenn der jetzt nochmal hochgeht, dann zack, der nächste. So, hier haben wir noch ein bisschen was anderes. Da müssen wir den On-Off-Schalter entsprechend so. Was mache ich jetzt, wenn der da so hängt? Das ist dann wiederum nicht so praktisch, ne? Okay. Ist halt die Frage, ob wir noch mehr Manche haben oder ob wir den eigentlich noch brauchen. Weil dann, ja, okay, da ist noch einer. Ja, okay, wir hätten jetzt alle erledigt. So, und hier hätten wir auch nochmal mit einem P-Schalter. Ne? Hätten wir das jetzt, glaube ich, auch noch recht simpel hinbekommen. Aber so haben wir die Vorgabe jetzt schon erreicht. Ja, wir beenden das jetzt mal ganz schnell, ne? Boah, ist auch überhaupt nicht nervig, ne? Überhaupt gar nicht. Finden wir alle total lustig. Ja. Ja, also auch hier mal wieder was für mich, ja, doch recht Neues, ne? Also, an sowas habe ich auch noch nie in der Form gedacht. Wenn man da jetzt noch mal eine gewisse Schwierigkeit reinbringen möchte, wäre es natürlich interessant, das unter einer gewissen Zeitvorgabe hinzubekommen, ja. Also ihr seht ja jetzt der Weltrekord, ne, der ist natürlich bei weitem schneller als das, was ich gerade gemacht habe, ja, ist klar. Aber wenn man zum Beispiel sagt, so, ja, in 18 Sekunden kriegt man das hin, wenn du ganz schnell bist, ja, machst du einfach mal 20 Sekunden Zeit, die du hast und dann ab die Post. Das wäre natürlich nochmal, aber dann würde das Level wahrscheinlich auch nicht hier in dem normalen Endlos, Forderungen kommen, weil da ist wahrscheinlich noch eine Schwierigkeit drüber. Egal. Trotzdem eigentlich die Idee recht nett. Sowas habe ich noch nie davor gesehen, daher nehmen wir das gerne mit und schauen mal weiter. Blue and Red Ground. 262 Münzen müssen wir sammeln. Okay. Moment mal. Ach so, ja, das ist ja unabhängig von dem, ne? Okay.
Was ist denn, wenn wir uns da bücken? Werden wir dann auch getroffen oder? Das müsste ich gleich mal herausfinden. Nee, da werden wir nicht getroffen. Weil ich wollte gerade sagen, das könnte echt ein bisschen tricky werden, ne? So, jetzt bleiben wir erstmal hier oben. Ja. Das ist okay. Wir müssen jetzt nur den richtigen, genau, den richtigen Punkt erwischen, weil sonst fallen wir runter und dann haben wir ein Problem. So. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ich mich eigentlich frage, in der Beschreibung steht ja, sammle alle. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt irgendwie, weiß nicht, nach gefühlt 5 Jahren erstmal auffällt. Aber wenn da alle steht, dann gibt es wirklich nur wirklich so viele Münzen in dem Level. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht sicherlich, was ich meine, oder? So. Aber das werden wir herausfinden. Also wenn jetzt hier noch Münzen über sein sollen, dann verstehe ich es nicht. Wir machen das mal so. Ja. So. Jetzt haben wir alle Münzen zusammen. Das sieht gut aus. Und jetzt laufen wir wahrscheinlich... Da wäre es fast passiert, Leute. Da wäre es fast passiert. Ich glaube, wir bleiben erstmal da stehen. Ja. Checken die Lage hier ab. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt gleich noch irgendwas. So, durch die Tür oder gehen wir einfach hier so? Noch kurz zum Schluss noch mal einen kleinen Herzinfarkt bekommen. Ja, ja, ja. Ah. Bei dem Level, da tue ich mich etwas schwer. Irgendwie hatte es was gehabt. Irgendwie war es auch wieder so ein bisschen... Nee. Ah, also ein Herz würde ich auf jeden Fall nicht dafür vergeben, aber ich überlege halt, ist das wert, das Level mit reinzunehmen in das Video? Ja, es war okay. Es war okay. Let's go. SMB3 2C. Ja, das sieht auch schon wieder ganz stark nach einem Nachbau aus, ne? Das sieht ganz stark danach aus. So, alles klar. Ah, hier vielleicht durchrennen. Kriegen wir das hin? Ja, ne? Haha, ja gut. Den Pilz haben wir schon, ne? Da können wir nichts damit anfangen. Ja. Nein. Das ist doch ein Scherz. Okay. So, ja. Ach komm, weißt du was? Einfach hier unten durchrushen. Durch die Tür. Ah, das sieht doch, ne, ich sag ja, das ist 1:1, ist das ein Nachbau. Was jetzt nicht schlimm ist. Spiele ich auch mal wieder gerne. Ja. Spiele ich auch immer wieder gerne. Der einzige Unterschied ist natürlich, dass wenn man in dem klassischen Spiel gerade eben den Boss besiegt hat, ist das Level eigentlich schon vorbei, weil der Boss ist ja besiegt. Das kannst du aber hier nicht machen, deswegen musst du die Axt dazu holen. Ja. Man muss halt auch ein bisschen umdenken, damit das auch alles funktioniert. Aber, ja, ganz okay, ne? Ich sag ja, nehme ich immer wieder gerne mit. Können wir mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Ja, ein Herz dafür. Ja, lassen wir mal. Aber doch recht gut
gemacht. Ja, und mit dem Nachbau, ja, würde ich jetzt eigentlich auch dann dieses Video beenden. Ja, es ist tatsächlich dann schon wieder so, ja, dass wir knapp 20 Level oder so gespielt haben und auch da schon wieder eine Vielzahl an Level dabei waren, die ich, ja, ganz okay fand, ja. Also, was die Level angeht, kommen wir jetzt zumindest in den letzten beiden Videos nicht so richtig voran. Entsprechend auch in der Weltrangliste dümpeln wir so ein klein wenig vor uns hin. Stehen jetzt auf Platz 7132. Mal gucken, ob es dann vielleicht im nächsten Video dann irgendwas wird mit dem 6000er Bereich, den wir dann ja hoffentlich erreichen. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. Im nächsten Video geht es natürlich an der gleichen Stelle weiter. Ja, wie gewohnt, das kennt ihr. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, ja, das kennt ihr hoffentlich auch, müsst ihr natürlich einmal den Gefällt-mir-Button drücken, denn so sehe ich, dass da draußen Leute sind, die Gefallen an dem haben, was ich hier mache, ja, und was ich von mir gebe, ja. Wie gesagt, ist eine kleine Motivationsspritze für mich, auch in Zukunft entsprechend so weiterzumachen. Und wenn ihr natürlich auch nichts verpassen wollt in Zukunft, dann müsst ihr auch den Kanal abonnieren, muss ich euch nicht erklären, wisst ihr alle. Das war es jetzt erstmal soweit von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao.